Hunger und Kälte.
und da sehnsüchtig in warmen Stuben, in hellen Gärten. Wenn ich doch auch dort sein könnte. Auf der Straße war fast kein Mensch. Nur ein alter Mandelverkäufer stand noch an der Straßenecke und verkaufte seine letzten Mandeln. In einer Nische vor dem Rathaus versuchte sie, sich von der Kälte zu schützen. Was sollte das arme Mädchen jetzt tun? Trotz der schrecklichen Kälte wagte sie sich mit Leerkämpfen nach Hause zu gehen. Hatte sie nicht ihre Zündschlösschen nicht vergessen? Vorsichtig nahm sie ein Gehölze. Damals waren die Schneidhölzer noch länger als heutzutage, und man konnte sie in der Wand aufziehen. Das Streichholz gab eine angenehme Wärme. Es wurde ihr so wohl zumute, als ließe sie bei einem warmen Kamin. Oder war es das Feuerchen, das der Mann hier verkauft wurde, sein Kind? Aber nein, das war ja der Freund.
Erschienen ihr Fingern.
Aber der feine Diener machte geheimnisvoll Zeit. Plötzlich sah sie im merkwürdigen Spiegel ein wunderschön gekleidetes Wesen. Das bin ja ich. Sie konnte tanzen.
Eins spielte Geige. Eins spielte großen Umfang. Auf den ganzen Sträuchern, welche war da? Konnte sie nicht ganz böse und fröhlich sein? Thank you.
rein.